Konnichiwa, meine lieben süßen Otomatomodachis und herzlich willkommen zu Doppelter Heiratsantrag. Vor ein paar Tagen haben wir den Prolog gespielt, was fast eine Stunde gedauert hat. Und ja, ich werde mal gucken, wie weit wir hier kommen. Kommt drauf an, wie lang die Story hier ist. Ich habe sehr Angst, dass es sehr lang wird. Weil Baum einfach. Bonusgeschichten. Es gibt überall eine Bonusgeschichte, die ich nicht kriegen kann, wahrscheinlich. Oh Gott, es gibt Normal End, Happy End, Sweet End und Royal End. Aber es geht um 10. Von daher geht das. Es geht. Aber da der Prolog mir zum Geschichtlichen überhaupt nicht gefallen hat, bin ich mal gespannt, wie lange ich das durchhalten werde. Aber Typen, keine Frage, die Typen sind sowas von hot. Also da kann man sich echt nicht beschweren, aber sonst so. Die machen es einfach. Ach ja, wir spielen Makoto nur so nebenbei. Als ich wie aufgetragen zum Büro des Chefs komme, treffe ich auf Takenashi Yuzuru, das Model, mit dem ich gestern angearbeitet habe. Super. Herr Takenashi? Hallo, Kime. Was macht er denn bloß hier? Und der Chef ist auch nicht da. Stimmt, es ist doch so ein versus Model versus Boyfriend. Sowas. Oder? Das wurde auch in diesem Vorzeige-Charakter-Review gesagt, oder? Bei Boss gegen Friend und Model gegen Boyfriend. So irgendwie, ne? Ich lasse suchen, meinen Blick schweifen, doch ist niemand sonst ins Zimmer. Dabei wollte dort der Chef mit mir sprechen. Stimmt, da fällt mir ein. Tut mir leid wegen gestern. Wegen meiner Tollpatschigkeit haben sie sich verletzt. Meine Augen sind auf die eingebundene Hand fixiert. Er bemerkt meine Blicke und winkt locker mit der Hand auf und ab. Ach, das ist nichts Großes. Kein Grund zur Sorge. Aber hier und auch die Schulter scheinen leicht läsiert zu sein. Und weshalb ich es langsam angehen lassen muss in der Arbeit. Okay. Ja, dann ist gut, oder? Als er mir offenbart, dass er wegen der Verletzten auch nicht arbeiten kann. Ach, das wollte er mir sagen. Ja, dann sagt das auch so. Ich dachte, er muss halt nur langsamer machen, aber dass er nicht mehr arbeiten kann, ja, da kann ich jetzt nichts für. Okay, doch, ich kann schon was für, glaube ich. Ich erinnere mich nicht mehr daran, aber. Überkommt mich ein enormes Schuldgefühl. Bitte verzeihen Sie mir. Schon gut, ich habe doch gesagt, du sollst dir keine Gedanken machen. Was ich auch dem Chef sagen werde. Und überhaupt bin ich heute gekommen, etwas viel Wichtigeres zu besprechen. Herr Igarashi hat uns dafür freundlicherweise sein Büro überlassen. Etwas Wichtigeres? Ach stimmt, bis morgen sollten mir mitgeteilt werden, welche Maßnahmen, ob ich wohl die Verantwortung übernehmen und kündigen soll. Bitte schau nicht so ängstlich. Setz dich bitte. Gut. Mit freundlichen Lächeln deutet er es aufs Sofa an. Und setzt sich dann selbst neben mich, eine Hand auf meine Schulter gelegt. Also das ist mir jetzt ein bisschen zu nah, mein lieber Freund. Ich weiß nicht, was an dir so wirklich attraktiv sein soll. Klar, irgendwo kann ich es verstehen, aber irgendwo auch wieder nicht. Also der Schall gefällt mir gar nicht. Der kann echt gerne weg. Aber Augen sind super. Diese unerwartete Geste lässt mich erschrocken zusammenzucken. Ich finde den immer noch toll, den Boyfriend. Tatsache. Du bist immer noch angespannt, hm? Macht dir das von gestern wirklich derartig Sorgen? Was für eine Frage. Aber natürlich mache ich mir Sorgen. Egal wie groß die Verletzung ist, es geht um die Tatsache, dass sie verletzt wurden. Stammel ich vor mich hin, als er meine Hände nimmt und zu sich zieht und sie mit seinen weichen Lippen küsst. Kommt schon, Leute. Wieso? Warum küsst er? Panisch versuche ich, die Hand wieder zurückzuziehen. Meine Stimme unerwartet laut. Doch Takenashi befestigt seinen Griff, so als würde er mich nicht gehen lassen wollen. Bitte lassen Sie mich los. Abgelehnt. Abgelehnt? Das war keine Frage, sondern eine Aufforderung. Warum? Kime. Hä? Seine Stimme so süß, doch gleichzeitig fest. Ich kann nur gebannt in seine Augen blicken. Heirate mich. Oh,
los hier oben. Wir haben dich erstmal verletzt. Du kannst jetzt nicht mehr arbeiten, du kannst kein Geld verdienen. Du bist ziemlich arbeitslos sozusagen. Und dann willst du mich heiraten. Eine Angestellte, die genauso wenig Geld verdient. Sogar viel weniger als du, wenn du arbeiten würdest. Perfekt. Perfekt? Nein! Hä? Heiraten? Was soll das heißen? Das, was ich sage. Ich möchte, dass du mich heiratest. Moment mal. Das... Wieso auf einmal von Hochzeit sprechen? Wir kannten uns doch gestern noch gar nicht. Das mag sein. Wir haben uns vielleicht gestern zum ersten Mal persönlich gesehen. Doch zu heiraten finde ich etwas ganz Natürliches. Ich glaube, diese Verletzung oder dieser Unfall, den wir verursacht haben, hat, glaube ich, sein Gehirn irgendwie geschädigt, oder? Ist er komplett behindert? Natürlich ist eine Heirat was Natürliches. Ich sag ja nicht, dass es falsch ist. Aber ich habe dich erst seit gestern kennengelernt, ne? Ich habe keinen guten Eindruck von dir. Du bist komplett ein Schlawiner, ein Frauenheld, Magnet, was auch immer. Und jetzt willst du mich heiraten. Also das klingt schon richtig scheiße, mein lieber Freund, du. Natürlich. Was will er mir damit bloß sagen? Ich bin mehr als verwirrt über Takanashis Worte. Der Arm auf meiner Schulter verfestigt seinen Griff. Was Herrn Higashi betrifft, wenn du mich heiratest, dann hat er vorgeschlagen, bei diesem Fall ein Auge zuzumachen. Genau, jetzt zwingt er mich auch noch zur Hochzeit. Ja, wollte ich mich eigentlich komplett verarschen? Wie assi bist du eigentlich? Wo ist denn bitte mein Wille hin? Mein freier Wille? Nee, das ist jetzt echt ein Witz. Gott sei Dank habe ich den nicht gewählt. Was soll denn das denn? Ist er dumm? Er hat sofort seine Glückwünsche für uns aufgesprochen. Danke, Boss. Arschloch, was soll denn das? Der Chef, aber, wieso? Wieso denn den Chef damit reinziehen? Ich verstehe die Welt gar nicht mehr. Die Halle, in der das Shooting gestern stattgefunden hat, steht im Besitz einer Partnerfirma von hier. Ja, das wusste ich bereits. Wir nutzen sie immer für Magazinshootings. Ich bin der Sohn der Firmenpräsidenten. Hä? Diese Karte wollte ich eigentlich nicht ausspielen, aber den Chef scheint es sehr gelegen. Das ist doch... Hör zu, Kime. Er grinnt schelmisch und zeichnet meine Lippen mit seinen Daumen nach. Wenn du mich heiratest, garantiere ich dir ein erfülltes Leben. Ohne Sorgen. Das kann doch nicht so schlimm sein. Ich lehne trotzdem ab. Warum? Ich bin bereits vergeben. Ich date. Und überhaupt kann ich doch nicht jemanden heiraten, den ich erst einen Tag lang kenne. Ein Freund also. Dann trenne dich von ihr und das Problem ist gelöst. Willst du mich verarschen? Du bist nicht der einzige Typ auf der ganzen Welt, den ich daten würde. Ich glaube, ich würde sogar den Boss bevorzugen, ja? Und der ist ziemlich heiß. Heißer als du. Das geht nicht. Was redet er denn da? Ich habe ganz klar abgelehnt. Bestimmt kann ich dich viel glücklicher machen als dieser sogenannte Freund. Mit diesen Worten hebt er mein Kinn ein Stück weit nach oben und kommt mit seinem Gesicht immer näher. Wenn du jetzt Makoto betrügst, ich schwöre bei Gott, ich mach dich fertig. Bitte, Makoto, rette uns. Ey, der kennt kein Nein. Als ich nach hinten ausweichen will, hält er mich an der Schulter fest und drückt mir liebevoll einen Kuss auf die Stirn. Ach, auf die Stirn. Ja, dann ist das okay. Also nicht schlimmer, also nicht schlimm, als wenn er mich richtig küssen würde, so. Ehrlich gesagt, wären wir hier lieber. Er grinst schelmisch und zeichnet meine Lippen mit seinen Daumen nach. Ja, der Text kam schon vor. Ich gebe dir einen Monat Zeit, um auf meinen Antrag zu antworten. Den Kuss auf die Lippen hebe ich mir bis dahin auf. Die Antwort darauf sollte eigentlich jetzt schon verstehen. Aber irgendwas lässt mich zögern. Bitte was? Du kannst Makoto, der so lieb zu dir ist, doch nicht wegen den komischen Scheißhaufen betrügen. Ich liebe meinen Job und Makoto ist auch da. Ja, erstmal liebe Job und dann Makoto ist ja auch noch da. Ich bin mehr als zufrieden, doch fällt es mir schwer, ihn diesen Gedanken zu vermitteln. Dabei musste ich ihm nur sagen, dass es nichts bringt, auch wenn er einen Monat wartet. Warum bringe ich diese Worte einfach nicht heraus? Habe ich was im Gesicht? Wenn du so ungeduldig bist, kann ich dich auch gleich auf die Lippen küssen. Nicht nötig! Ich befreie mich irgendwie aus seiner Umarmung und stehe vom Sofa auf. Entschuldigen Sie mich! Nach einem kurzen
Nach einer kurzen Verbeugung eile ich aus dem Büro des Chefs. Psch. Bäh. So plötzlich von Hochzeit sprechen. Wie kann ich ihm nur klar machen, dass das nichts wird? In meinem Kopf herrscht reinstes Chaos. Verwirrt laufe ich den Gang entlang, als mir jemand auffällt, der vor dem Aufzug wartet. Makoto? Er hat sich wohl um mich gesorgt. Sein Blick lässt mich erleichtert aufatmen. Ich laufe zu ihm und berührt mich sanft an der Wange. Also er berührt mich an der Wange, so, du wisst ja. Kime, ist das Gespräch zu Ende? Du wirst doch nicht deswegen gefeuert werden, oder? Nein, das nicht. Diese liebevolle Geste. Ich könnte ihn nicht einfach so verlassen. Ich sollte ihm wohl besser von diesem Antrag erzählen. Aber wie? Ich werfe einen Blick zurück zur Bürotür. Wenn Takanashi rauskommt, weiß ich auch nicht. Kime? Ja? Hast du heute Abend Zeit? Kein Problem, warum? Eigentlich würde ich jetzt fragen, warum? Ich sag warum. Warum? Ich möchte gerne Details erfahren. Was denkst du? Besorgt blickt er mir direkt in die Augen. Oh, er ist so einfühlsam. Sein Mitgefühl macht mich überaus glücklich. Gut, heute Abend. Freut mich. Dann wollen wir? Nicht, dass unser Chef hier noch sieht und ausschimpft. Stimmt. Der Chef scheint wohl nicht viel von ihm zu halten. Nickend drücke ich auf den Knopf, als hinter uns das Geräusch einer sich öffnenden Tür zu hören ist. Oh! Ist das nicht Takanashi? Takanashi hat uns beide bemerkt und kommt mit einem Lächeln langsam auf uns zu. Mit seinem Blick fest auf ihn gerichtet, legt Makoto eine Hand um meine Schulter. Was willst du hier? Na was wohl? Geh weg. Geh weg, weg, weg. Nein, 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 nein. Beide stellen sich für einen kurzen Moment stumm an. Da schweift Takanashi mit den Augen in meine Richtung. Das ist also dein Freund? Ja. Auf diese Aussage runzelt Makoto seine Stirn. Kime, was ist hier los? Woher weiß er, dass ich dein Freund bin? Was mache ich nur? Wobei, egal. Die wirkliche Frage ist, was er hier zu suchen hat. Ich bin nur hier, um sie zu sehen. Ein stummer Makoto und ein extrem ungeduldiger, wütender Takanashi starren sich gegenseitig an. Die beiden sind erwachsene Männer und werden hier sicher keinen Streit anfangen. Ich muss was unternehmen. Ratlos schaue ich einen nach dem anderen an. So, grinsend geht Takanashi los an uns vorbei. Da legt er eine Hand um meine Schulter und reißt mich aus dem Armung von Makoto. Was soll das? Kime, ich komm dich wieder besuchen. Flüstert er mir ins Ohr und berührt mit seinen Lippen meine Haare. Ganz steif vor Schreck zieht mich Makoto an der Hand mit einem Ruck wieder zu sich. Sie ist meine Freundin. Was soll der Mist? Also bis dann. Das gibt so viel Gewalt, Alter. Makoto wird völlig ignoriert. Takanashi steigt in den Aufzug, der soeben seine Türen öffnet. Kime. Ja? Es gibt eines, was ich dich fragen möchte, aber ganz davon abgesehen. Murmelt Makoto vor sich hin und streichelt mir über den Kopf. Obwohl er weiß, dass du vergeben wirst. Sowas, das ist unverzeihlich. Ihr wart also zu zweit da drin im Büro des Chefs. Hat dir sonst noch was angetan? Nein. Gelogen. Auch wenn es eine Notlüge ist, hier sollte ich es besser nicht davon anfangen. Da bin ich erleichtert. Gestern ist er dir auch dauernd auf die Palle gerückt. Dieses ganze Getue gefällt mir überhaupt nicht, weil du meine Freundin bist. Oh Mann, ich bin sowas von Team Makoto. Auch bei Free bin ich auch bei Team Makoto. Aber... Makoto, vielleicht ist er eifersüchtig auf ihn oder so. Pff, nein, der ist dein Freund, Alter. Makoto ist älter als ich und lässt sich derartige Emotionen normalerweise nicht anmerken. Trotzdem freut es mich. Erneut streichelt er über meine Haare. Mir wird warm ums Herz. Richtig, ich möchte ihn beruhigen. Schon gut. Danke, dass du dir Gedanken machst. Da gibt's nichts zu danken. Es war ganz natürlich, mich um dich zu sorgen. Pass lieber auf, er hat gesagt, er kommt dich wieder besuchen.
Nicht, dass er dich nochmal anfasst. Ja, ich nicke brav und nehme ihn an der Hand. Ich will ihn definitiv nicht betrügen, ne? Aber ich gucke mir dann die Werbung erstmal an, damit das hier auch nochmal voll ist. Und dann machen wir es weiter. Bis gleich! Okay, nachdem ich Zeitung ausgetragen habe, also Plättchen ausgetragen habe, wollte ich eigentlich gerade die Werbung sehen. Aber was passiert? Wir können es gerade nochmal sehen. Es passiert nichts. Von daher können wir es gerade vergessen. Machen einfach weiter. Ja gut, okay. Danach gehen wir unserer Arbeit nach. Bis Feierabend. Das war jetzt abgekackt. Makoto und ich sind in einer ruhigen Bar und essen gegangen. Also, Kime, was ist da nur los? Wieso ist er in die Firma gekommen? Ich habe versprochen, ihm alles zu sagen. Ich muss es tun. Ist es wegen dem Vorfall gestern? Ja, er hat mit dem Chef persönlich gesprochen. Aber gefallen wirst du nicht, hast du gesagt. Ja, er hat mit dem Chef persönlich gesprochen. Ich habe Angst, wie er auf die weiteren Details reagiert. Ich räuspere mich leise und blicke Makoto danach in die Augen, um den Vorfall gestern als ungeschehen zu betrachten. Hat er mir einen Antrag gemacht? Einen was? Ja. Mit den Augen weit aufgerissen stellt er sein Glas in der Hand wieder auf den Tisch ab. Warum denn ausgerechnet ein Antrag? Auch wenn sein Verhalten gestern mehr als deutlich gezeigt hat, dass er auf dich steht. Mal davon abgesehen, wie hast du ihm geantwortet? Ich habe natürlich Nein gesagt, weil ich vergeben bin. Oh. Sein Gesichtsausdruck wird lockerer, doch scheint er immer noch zu zweifeln. Und die Antwort hat er einfach so hingenommen? Sein Verhalten sagt nämlich ganz was anderes. Ja, eben nicht. Also das, ich kann ihn nicht dazu bringen, aufzugeben. Er meint, er wartete einen Monat auf meine Antwort. Einen Monat? Mit gerunzelter Stirn sah es Makoto tief aus. Ich werde ihn auch dann ganz sicher ablehnen. Keine Sorge. Du redest dich leicht. Meiner Freundin wurde ihr ein Antrag gemacht. In der Hinsicht bin ich kein Optimist. Du bist viel zu attraktiv, als dass ich die Sache einfach so abblitzen könnte. Oh, Makoto. Oh, er ist so der perfekte Boyfriend, Mann. Oh Gott, gut, dass ich den gewählt habe. Mit diesen Worten umfasst er eine meiner Hände mit seinen beiden und streicht mir sanft über den Handrücken. Ich spüre, wie meine Wangen ganz heiß werden. Makoto, wir halten doch nicht zum ersten Mal Händchen. Warum bin ich denn nervöser als sonst? Ich bin ganz nervös, aber ich möchte nicht, dass er meine Hand loslässt. Ich erwidere die Geste und drücke seine Hand ganz fest. In diesem Moment versteckt sich sein Druck. Als ich zu ihm ausschaue, ist sein Blick auf mich gerichtet. Es ist, als würde er mich mit diesem ernsten Blick festhalten. Ich kann nicht wegsehen. Diese Wärme, die er ausstrahlt, sehe ich in ihm zum ersten Mal. Ich verstehe, dass er wirklich sehr an dir interessiert ist. Doch liebe ich dich um das Tausendfache. Ich liebe Makoto total. Dieses Gefühl ist unschlagbar. Um das Tausendfache. Das ist so, als würde er mir zum ersten Mal seine Liebe gestehen. Dem Blick immer noch fest auf mich gerichtet, fährt Makoto fort. Kime, willst du mich heiraten? Da freue ich mich auf diesen Antrag. Da freue ich mich. Hä? Im ersten Moment verstehe ich nicht, was da vor sich geht. Ich starre ihn ratlos an. Ist das etwa ein Antrag? Makoto will mich auch. Ich sage nicht, dass ich dir nicht vertraue, aber er ist und bleibt ein berühmtes Model. Ich sterbe vor Sorge. Makoto, ich... Dass du für mich da bist und mich liebst, freut mich, aber... Ich drücke seine Hand und schüttle leicht meinen Kopf. Nein, sag ihm doch nicht ab. Ich weiß, es ist viel zu früh, aber... Och Mann, der ist so süß, du kannst ihn nicht ablehnen. Das geht nicht. Ist das ein Nein? Dass du um meine Hand angehalten hast, das freut mich wirklich sehr. Aber wir daten erst seit kurzem und ich habe mir überhaupt noch keine Gedanken gemacht. Du entscheidest dich also nicht für ihn? Aber natürlich, du bist es, den ich liebe. Ein Vorgesetzter, der mich immer gut behandelt hat, den ich respektiere.
Er war es, der mich um das erste Date gebeten hat. Seitdem ist einige Zeit vergangen, aber um ehrlich zu sein, bin ich unsicher, ob es wirklich Liebe ist oder ich einfach nur zu ihm aufsehe. Aber jemanden zu daten, den man nicht liebt, das könnte ich nicht. Du bist mir wirklich sehr wichtig. Trotzdem glaube ich nicht, dass wir schon über Hochzeit sprechen sollten. Also möchtest du unsere Beziehung weiter ausbauen? Ja, ich möchte es langsam angehen lassen. Verstanden. Makoto nickt überzeugt und überkreuzt seine Finger mit meinen. Dann will ich einen Monat lang warten und mein Bestes geben, sagt er frech grinsend. Mein Herz macht bei diesem Anblick einen Sprung. Um was genau stellst du dir unter näher kommen vor? Also zum Beispiel... Er schließt die Augen und kommt mit seinem Gesicht langsam näher. Bitte, 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 bitte. Nein, 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 nein. Funktioniere! Fuck the shit. Wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich mache nochmal Neustart und ich hoffe, dass das funktioniert. Ich wollte euch das nicht nochmal länger warten lassen. Aber jetzt, das kann ja jetzt nicht wahr sein, dass das Ding mich warten lässt. Hallo? Anfang dachte ich, Prolog ist die Geschichte echt scheiße gegangen, weil ich habe das nicht verstanden. Das war komplett dumm überhaupt. Aber jetzt, wenn man jetzt auf die einzelnen Charaktere geht, ist die Geschichte gut. Sehr gut sogar. Überraschend gut. Das Mädchen ist dumm, aber das interessiert mich ein Scheißdreck, weil Makoto, boah, der rettet die ganze Route, ey. Ist ja auch seine Route. Bis gleich. Ha, 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 ha. Es hat funktioniert. Auch wenn es ein paar Schwierigkeiten gab, es hat funktioniert. Yay, yay. Leck mich, ich hasse euch alle. Leck mich. Wie viel? Ich hab eh nichts, von daher. Ich bin das gerade schon vom Kotzen. Voll gratis, leck mich am Arsch, Alter. Makoto. Kime, mach deine Augen zu. Nervös blicke ich mich um, doch die anderen Gäste scheinen nicht an uns interessiert zu sein. Na los. Wir sind mitten in einem Restaurant. Meine Zweifel ignorieren, kommt Makoto immer näher. Oh, der hat so schöne Augen, Mann. Der ist so wunderschön. Ich kneife nervös meine Augen zu. Und ehe ich mich versehe, spüre ich seine heißen Atem auf meine Lippen. Küsst er mich jetzt? Mein Kopf und mein Herz widersprechen sich. Ich glaube... Ich sterbe gleich. Hä? Das weiche Gefühl auf den Lippen bleibt aus. Langsam öffne ich meine Augen und blicke in ein grinsendes Gesicht. Makoto? Dachtest du, ich würde dich küssen? Ah! Das war gemein. Ich habe mich gar voll gefreut. Da hat er sich nun lustig über mich gemacht? Makoto? Als ich meinen Frust freien Lauf lassen will, küsste mich völlig überraschend auf die Nase. Es gibt noch andere Stellen, auf die ich dich küssen kann. Hä? Bessere Stellen. Bessere? Fangirl! Oh Gott! Dein Gesichtsausdruck ist viel charmanter als sonst. Mir steigt Hitze die Wangen hinauf. So sehen wir schon mehr wie ein Pärchen aus. Das mag sein. Aber? Das überlebe ich nicht und werde an einem Herzinfarkt sterben. Ach ja? Oh, wie charmant! Makoto setzt sich wieder auf seinen Platz und rückt lachend seine Brille zurecht. Ich spreche nicht nur von Küssen. Die Arbeit hat so viel Zeit in Anspruch genommen, ich konnte nicht mal ein richtiges Date organisieren. Ab jetzt möchte ich die ganze gemeinsame Zeit mit dir genießen. Stimmt, wir hatten noch kein richtiges Date. Naja, zusammen gegessen haben wir schon. Aber Küsse kann man an einer anderen abzählen. Ich möchte dich wie ein richtiger Freund verwöhnen. Ich glaube, Freundin klingt besser, aber ist kein Problem, du darfst das. Diese Worte scheinen ihm seinem Gegner zu urteilen, peinlich zu sein. Ich bin gerade geschockt und glücklich und Fangirl zugleich. Ganz anders als der Mann, der mich vorhin fest in die Arme genommen hat. Du, Kime. Er nimmt meine Hand und blickt mir fest in die Augen. Sollen wir uns öfter küssen? Würde dir das gefallen? Ja? Ich weiß nicht. Doch. Ach, leck mich an dein Weiß nicht. Nee, komm, bitte sag ja. Also doch, er wird ganz anders. Seine Aura ist so sexy.
Mit rasendem Puls weiche ich unbewusst seinen Blick aus, als er seinen Druck auf meine Hand verstärkt. Leute, wenn ihr kein Makoto-Fangirl seid, dann verstehe ich euch echt nicht, weil, Alter... Der ist mir viel sympathischer als dieser komische zu... Takanashi. Oh, Alter, ich liebe diesen Boy. Ich hätte gern Bilder von denen. Geh ja aber nicht! Aber ich habe es euch trotzdem gezeigt. Das hat euch gefallen. Ich zwinge euch dazu, dass es euch gefallen hat. Gebt einen Daumen hoch, schreibt in die Kommentare und bis zum nächsten Mal. Bye bye, ciao, ciao, Sayonara, Sabato, Tomodachi, I love you und bye bye.